Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem zauberhaft verstörenden und manchmal sehr komischen Chaos. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei einer neuen Folge Zelda Tears of the Kingdom. Wir stehen hier am Stall des Sees. Ja, hier sind wir hingeflüchtet, weil, ach, oh mein Gott, ich habe mich das letzte Mal an einen Schrein oder in einen Schrein reingetraut, der irgendwie ja dezent so gar nicht meins war, wie man vielleicht ein wenig anmerken konnte. Und dann sind wir hier rausgeflüchtet, weil ich irgendwie dann letztendlich auch noch in einem Bug gefangen war. Und das war eine absolute Vollkatastrophe. Mehr möchte ich dazu an dieser Stelle gar nicht sagen. Aber wir werden irgendwann nochmal da reingehen. Aber nicht jetzt. Denn jetzt, Ladies and Gentlemen, werden wir... Ich überlege gerade, ob wir Link umziehen. Aber eigentlich finde ich, passt zu dem Outfit tatsächlich seine Schneeschuhe so ein bisschen... Irgendwie passt es doch sehr. Lassen wir ihn jetzt einfach so in der Klamotte? Ja, pass auf, wir lassen ihn. Wir werden nämlich jetzt Folgendes machen, Ladies and Gentlemen. Wir werden erstmal im Inventar gucken, ob wir irgendwas brauchen, was da heißt kochen zum Beispiel. Ich habe nämlich fast... Ach nee, gar nicht wahr. Guck mal. Röstkrabbe, stimmt. Wir haben ja noch ein paar Amiibos gegen Ende eingesetzt und... Edelwildreis. Oh, das sieht so lecker aus, ne? Ich habe da jetzt augenblicklich auch gleich Hunger. Ich würde mir am liebsten jetzt hier so ein Stück einfach mal eine Pfanne reinhauen mit irgendeinem Spieß oder mit sowas hier. Ja, egal. Also, essen können wir nicht weiter kochen. Wir haben keinen weiteren Platz mehr frei. Das ist okay. Wir werden auch, weil wir genügend von diesen Teilen hier haben und zur Not hätten wir auch noch einen Drink, unbedingt mal wieder in die Unterwelt gehen. Aber wir waren ja eigentlich dabei, weitere Geoglyphen zu suchen. Und zwar befinden wir uns jetzt ungefähr auf der Hälfte von dem, wo wir hin müssen. Die nächste Geoglyphe soll irgendwo hier sein. Ich glaube, wir werden es mal so machen, dass wir uns hier zu dem Turm in den Labella-Sümpfen begeben und einfach mal hochschießen lassen und gucken, ob wir von oben die Geoglyphe ausmachen können. Wie gesagt, viel, viel Spaß damit und es tut mir leid, dass ich den letzten Schrein nicht lösen konnte, aber so der Weg ist ja prinzipiell klar gewesen. Es war einfach, ja, Sand ist nicht mein Element, habe ich festgestellt. Was willst du machen, ne? An manchen Tagen... matchen ganz viele Faktoren einfach nicht zusammen. Heute ist hoffentlich ein anderer Tag. Ich hoffe, wir werden erfolgreich sein. Schauen wir. So. Ja, pass auf. Ich würde einfach jetzt knallhart das so durchziehen. Boah, ist das schon wieder ein Drache. Okay, nicht ablenken lassen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir uns in die richtige Richtung drehen. Weil es ist hier sehr neblig. Also wir müssen uns tatsächlich einmal genau um die eigene Achse rumdrehen. So. Ha! Wir haben es gefunden. Mega. Genau diese Geoglyphe suchen wir, Ladies and Gentlemen. Aber ich sehe hier gerade... Guck mal. Hier sind ganz viele Himmelsinseln, von denen ich nicht weiß, ob wir sie schon mal besucht haben. Daher machen wir vielleicht einen kleinen Zwischenstopp. Es könnte sein, dass wir hier schon mal waren. Ich weiß es nicht. Also Geoglyphe haben wir gefunden. Sollten wir vielleicht auch jetzt einmal markieren, sofern wir können. Das genau ist sie. Und sie fügt sich, so wie ich es eigentlich auch fast schon vermutet habe, hier genau an die Inselformation bzw. an die Felsformation an. In ihrer Form. Das war damit relativ leicht zu finden, aber lass uns mal gucken. Ja, guck mal, wir können es einmal markieren, dann machen wir das, weil wir nicht wissen, was als nächstes passiert. Prinzipiell ist es ja trotzdem eigentlich mega einfach. So, jetzt würde ich mal gucken, ob wir das ein Stück an uns ranziehen können. Nee, können wir nicht. Aber es ist auch immer gut, nochmal eine Runde rumzupfeifen. Ich glaube nämlich, hier waren wir noch nicht. Weil wir können es ja auch einmal rumdrehen und dann haben... es hält nicht. Es sieht so aus, als würde das angezogen werden. Weil ich hätte gedacht, wir können das jetzt nutzen, um irgendwie da hochzuspringen. Pass auf. Wait. Aber vielleicht müssen wir es auch einfach nur abmachen und hierhin platzieren. Das kann auch sein. Die Option haben wir ja auch noch, weil wir das Teil gar nicht greifen können. Normalerweise können wir die doch greifen irgendwie, oder? Das war jetzt schon wieder ein dezenter Fail. Seht ihr das? Ach Mist.
Ich krieg's nicht gegriffen. Schitte. Sag ich dazu nur. Schitte. Und links Essen anzugucken hat mir jetzt irgendwie so ein bisschen Appetit gemacht. Toll, jetzt fange ich an und hab Hunger. Fassen wir zusammen. Ich komme hier nicht hoch. Oh, aber guck mal. Das sieht nach Schrein aus. Das riecht einfach ganz eindeutig nach Schrein. Wir können natürlich gucken, ob wir die auch nochmal im Inventar haben. Ja, guck mal. Dann. Gut. Waren ja jetzt nicht umsonst zwei. Stellen wir es hier einfach nochmal hin. Verbinden es. Und verbinden das auch richtig schön. So, ist nur die Frage, wo ist jetzt am klügsten, das Teil zu platzieren? Ah! Ja, pass auf. So, jetzt müssen wir halt nur gucken, ob wir da hochkommen. Auf das andere. Ich glaube nicht. Nö. Tudum. Halt dich doch fest. Dreh dich rum. Oh, alter Link, ne? Das war jetzt echt dumm, ne? Er hat sich nicht rumgedreht. Er hätte sich einfach nur im Sturzflug einmal rumdrehen müssen. Komm, greif jetzt den letzten. Oh. Ja, gut. Satz mit ganz viel X. Ganz, ganz doppelt nix. Oh, Leute, ne? Wie sehr willst du es verkacken? Das gibt's doch schon wieder nicht, alter Mann. Aber gut, ich wollte ja jetzt auch nicht primär auf die Himmelsinseln. Eigentlich wollte ich da ja runter. Dort genau hin. Ist nämlich auch eine Stelle, die haben wir uns, so wie hier oben, als auch unten, noch in keinster Weise angeguckt. Ja, pass auf. Das hier oben habe ich vergeigt. Das müssen wir nochmal ein andermal angehen. Das hier oben habe ich richtig verkackt. Ist nicht schlimm. Wir gucken jetzt mal, ob wir von oben irgendwie was erkennen können. Hoffen, dass wir jetzt in kein Gewitter reinkommen. Ah, irgendwas ist eingefroren. Habt ihr das gesehen? Oh, war meine Switch gerade eingefroren? Oh mein Gott, was war das? Boah, ich habe keine Ahnung, ne? Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück. Das war jetzt fast wie eine Anmoderation. Das ist bei mir einfach schon so automatisch drin, wenn ich eine Aufnahme starte. Entschuldigung. Ja, hier sind wir zurück. Das war echt komisch. Das war richtig komisch. Aber wisst ihr, was ich gerade sehe? Hier unten ist noch ein Schrein. Und wir probieren erstmal. Achso, ich wollte gucken, ob ich da oben irgendwas sehe in Struktur. Ich sehe natürlich nichts, aber vielleicht irgendwo bei den Rundungen. Ich sehe gar nichts. Pass auf, oder? Ja, das siehst du natürlich. Ach, Zwiespalt. Es ist einfach Zwiespalt, ne? Ich würde halt schon gerne zu dem Schrein, aber ich will auch zur Geoglyphe. Ich will schon wieder einfach zu viel. Ah, ich glaube, ich habe es gesehen. Es ist da an der Seite. Ich sehe den Punkt. Ich sehe den Punkt, den merke ich mir. Frag mich das nochmal, wenn wir an der Stelle sind. Aber das kriege ich hin. So. Der Adler ist gelandet und... Hi! Ah, ist aber nicht Angelstädt hier jetzt, oder? Angelstädt und die Piraten? Doch, Tatsache! Angelstädt und die Piraten. Es sind Tatsache Piraten in Angelstädt. Diese Frage haben wir ja schon sehr, sehr lange mit uns rumgeschleppt und jetzt wissen wir es. Hier sind eindeutig Piraten. Und das müssen Angelstädter sein. Rosal, wer ist denn das? Bist du der Linke oder der Rechte? Ich glaube der Linke, ne? Unser Dorf wurde in Schutt und Asche gelegt. Bei den vielen Monstern kommen wir nicht näher heran. Spüre ich da etwa den Blick eines heldenhaften Jünglings? Ja, das tust du, Maestro. Sag mal, du bist doch nicht etwa auf dem Weg nach Angelstädt dort unten.
Falls doch, und falls dir dein Leben lieb ist, solltest du besser einen großen Bogen um diesen Ort machen. Ja, als Dorfvorsteher ist es meine Pflicht, Reisende vor der Gefahr zu warnen. Sieh nur, unser Dorf wurde von Monstern überrannt. Ich weiß nicht, ob sie es auf unsere Nahrungsvorräte oder irgendwas anderes abgesehen hatten. Aber seitdem sie in unserem Dorf eingefallen sind, benehmen sie sich wie die Axt in Palmwalde. Oh. Es scheint es zumindest allen Bewohnern die Flucht geglückt. Da aber ihre Häuser zerstört wurden, haben sie nun kein Dach mehr über dem Kopf und leben in alle Winde verstreut. Ein Meisterarchitekt wie ich könnte die Häuser natürlich wieder aufbauen, wenn nur diese Monster fort wären. Ob es dem Kataklysmus geschuldet ist, dass die Monster in letzter Zeit immer aktiver werden? Zu Beginn nahm bloß ihre Anzahl zu. Nie hätte ich damit gerechnet, dass sie wie Piraten auf einem Schiff einsegeln. Solange auch nur ein Monster dort verweilt, ist es viel zu gefährlich, sich wieder zurück ins Dorf zu begeben. Ein Dorf voller Monster. Alles klar, wir werden euch helfen, ihr beiden. Aber ich werde erst die Geoglyphe absuchen. Und er gibt mir tatsächlich so ein paar Vibes, als wäre er vom anderen Ufer. Was an dieser Stelle absolut überhaupt nicht schlimm finde, aber ich finde, das wäre für Zelda, also ich möchte das jetzt gerade loben, weil da muss man ja auch wieder aufpassen, weil das Leute schon wieder falsch versteht. Natürlich, schubladentechnisch gedacht, durch seine rosafarbene Kleidung, aber auch durch die Art und Weise, wie er vertont wurde. Musst du natürlich in so einem Fall gemäß Schubladenraster machen, damit wir es auch erkennen. Aber würde ich sehr, sehr gut finden, weil das tatsächlich ja auch eine sehr, sehr offene Einstellung verschiedenen Lebensarten gegenüber bedeuten würde, weil wir in diesem Spiel ja gerade, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal irgendwie vermerkt, sehr, sehr klischeehafte Rollenverteilung haben. Und das würde das Ganze ein bisschen auflockern. So, deswegen finde ich es besonders gut jetzt hier in diesem Spiel. Weil wir haben ja gesehen, so klassische Rollenverteilung. Frau muss das machen, Männer sind die Helden und, ne? Also hier läuft ein bisschen was. Schönes Logo auf der Kiste. Sieht nach Fisch aus. Ist da auch Fisch drin? Nein, Pfeile. Es sind original Angelstädter Pfeile. Und das ist die Hütte. Ja, weißt du, wie krass es sein muss, wenn dein Dorf plötzlich von Monstern irgendwie eingenommen wird? Auch dem werden wir uns widmen. Aber wir werden jetzt als allererstes in den Schrein gucken. Der da heißt Sif-Mim-Schrein. Gut, hoffentlich ist es da nicht siffig. Das ist auch nicht süffig. Ich bin heute schon wieder die Queen der Flachwitze und der cringigen Bemerkung. Hashtag lieben wir. Ja, heute bin ich ein bisschen komisch. Bei mir bahnt sich nämlich, glaube ich, schon wieder so eine Migräneattacke an. Und da bin ich immer ein bisschen im Kopf. Ach nö. Dieser Schrein band und läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Nur jenem sei der Zutritt... Oh, ich kann auch wieder nicht mehr lesen, das gibt's doch nicht. Der kein Werkzeug in den Händen... Nacktes Überleben im Fluss! Sif-Mim-Schrein! Entschuldigung, da waren die Leseskills einfach gerade nicht vorhanden. Da habe ich schon gesagt, dass sich bei mir eine Migräneattacke anbahnt, dann ist mein Gehirn erst recht ein bisschen langsam und ein wenig komisch. Ja, gucken wir mal, ob wir das schaffen. So viele Herzen haben wir ja leider immer noch nicht am Start. Wir werden erstmal alle Dinge hier einsammeln. Wobei ich aber überlegen bin, ob wir gleich ein paar Dinge hier miteinander kombinieren werden. Oder ob es ratsam ist, es nicht zu kombinieren. Ich weiß nicht, was hier jetzt klug ist, aber ich habe jetzt auch dummerweise gerade... Warte mal, dann muss ich den hier auf den Boden werfen und den hier auswählen. Und da synthetisieren. Es kann jetzt ein richtig dummer Fehler gewesen sein, aber... Aber wir haben auch keine Schusswaffen, ne? Also wir haben direkt wirklich nur Nahkampfwaffen. Und das heißt am Fluss. Gut. Müssen wir mal gucken. Müssen wir so ein bisschen stealth-mäßig durchmarschieren vielleicht. Okay, wir haben hier wirklich einen Fluss. Müssen wir auch wirklich gucken, wie wir rüberkommen? Na, guck mal, da...
Da kommt was. Da kommt auf jeden Fall was. Ein Floß. So, die Konstrukte sind auch schon aufgeregt. Ah, guck mal, da liegt was. Da liegt ein Bogen. Pfeil und Bogen. Das ist gut. Du musst aufpassen, dass es mich jetzt nicht erwischt. Auch hier gibt es vermutlich wieder ganz viele Wege, wie wir ans Ziel kommen, Ladies and Gentlemen. Ich sammle erstmal ein paar Sachen ein, wobei das auch sehr hart gefährlich ist. Aber können wir nicht erstmal auf den Nahkampf gehen? Oh, bei dem müssen wir aufpassen. Bei dem müssen wir aufpassen. Bei dem müssen wir auch aufpassen. Das sind so eine Konstrukte, die mag ich nicht. Die mag ich wirklich gar nicht. So ganz und gar nicht. Kann ich nicht das ganze Teil hier in Brand setzen? Verbrennt er dann nicht? Ach, der macht Eis. Guck mal, der macht Eis. Der macht Eis, der Dude. Aber kann ich nicht einen anderen hier jetzt ranlocken? Weil er kann sich ja, er kann ja nicht nach unten schießen. Er ist so ein bisschen in einer ganz dummen Position hier oben, der Dude. Er trifft mich nicht. Aber andere könnten mich treffen. Also, oder zumindest, ich bin am Überlegen, ob man ein so ein ganzes Ding versenken kann. Habe ich nicht einen Bogen eingesammelt? Warum habe ich nur Pfeile? Hatte ich nicht einen Bogen? Habe ich den Bogen vergessen aufzusammeln? Ich glaube, ich habe den Bogen vergessen einzusammeln. Okay, dann hat sich das mit dem Schießen ja jetzt auch erledigt. Hat er den Bogen mitgenommen? Ist er runtergefallen und hat den Bogen mitgenommen? Ernsthaft jetzt? Da. Und da ist der Bogen, den brauche ich. Ich habe es befürchtet. So, war eigentlich... Kann ich dieses ganze Konstrukt hier nicht mit rüberheben? Ich wollte gerade sagen, guck mal. Kann ich mir eine kleine Barriere bauen? So, weil... Warte. Ah, Mist. Könnte man sich jetzt auch überlegen, ob man sich so eine kleine Festung baut? Das, so weiße, sind einen kleinen Schutzwall. Und erstmal so das, was hier jetzt so normal vorbeikommt, einfach mal mit auslöscht. Ich taste mich mal langsam ran. Ich muss hier mal gerade die Süßigkeiten weglegen, sonst esse ich die jetzt noch. Das ist nicht gut mit anbahnender Migräne. So. Deswegen aus den Augen, aus dem Sinn. Weil gerade so, wenn ich jetzt gerade im Augenblick ein bisschen Hunger habe, ist das generell keine gute Idee. So, ich bin zu schnell hier lang gelaufen. Ja, die Konstrukte sind jetzt schon auf Tuchfühlung. Toll. Aber ich wette mit euch, in den Kisten ist doch bestimmt auch irgendwas drin. Kann ich dem... Also warte mal, ich könnte mir hier so eine kleine Barriere bauen, wirklich so eine kleine Festung. So. Ah, das ist jetzt im Wasser gelandet. Na, da sollte es ja natürlich nicht hin. Mist! Ach, fuck. Nein, meine Kiste ist weg. Ach, Mist. So, ich werde mich mal ein bisschen näher hier jetzt ranstellen. So, und das bisschen auch ein bisschen fester hier jetzt platzieren. Und bei das konnten wir doch das ganze Ding mitnehmen, ne? Ich werde einfach mal das ganze Teil jetzt aus dem Wasser raushebeln. So. Ich weiß, das ist jetzt was mit runtergefallen. Das ist ein bisschen blöd. Zack. So. Da haben wir nämlich jetzt schon einen kleinen Turm noch oben drauf. Finden wir gut. So, da haben wir jetzt aber wertvolle Sachen, die wir einsammeln müssen. Ich schwimme nochmal zurück in der Hoffnung. Ah, wir haben eine Strömung hier. Ach Mist, ich habe nicht bedacht, dass wir jetzt hier eine Strömung haben. Oh oh, komme ich gegen die Strömung an, ist die Frage.
Ah, gleich habe ich keine Energie mehr. Komm, link, link, link. Ach, Mist. Mist, das war so gut. Durchdacht. Was habe ich denn jetzt für Sachen da eingesammelt, das ist die Frage. Was habe ich für Sachen eingesammelt? Lass mal gucken, ob wir das jetzt eingesammelt haben oder nicht. Okay, doch, wir haben ein bisschen was. Uns fehlt halt noch der Pfeil fehlt oder der Bogen fehlt. Können wir nicht das ganze Teil hier mit dem Kollegen aus dem Wasser raus? Kann ich? Ha, ist... So tötet man, Freunde, so tötet man auch einfach Sachen. Siehste? Schau mal, einer guck. Haha, Ladies and Gentlemen. Aber ich habe den Bogen dadurch jetzt nicht. Aber ist nicht schlimm, pass auf. Ich hole uns den nächsten an Land. Wenn er jetzt hier vorbeikommt. Siehste, einfach ins Wasser werfen. Das ist mal die geilste Taktik der Welt. Ist ein bisschen asselig, die Taktik, aber die funktioniert. Wo auch immer der Bogen jetzt hingelandet ist. Das ist eine Taktik, die gefällt mir. Sah schon wieder voll die Mädchentaktik, ne? Ich werde mal nach oben klettern. Ah! Mann, was tut sie schon wieder? Sie verdirbt es einfach. Ach Mist, Link, was tust du? Kann ich nicht. Sag, kann ich doch das safe durchdödeln. Und hier jetzt auch. Ah, das ist so ein hoher Turm. So ein ganz hoher Turm. Ist natürlich auch charmant, ne? Der ist auch sehr charmant. Müssen wir halt nur richtig aufpassen. Da kommt der nächste Turm. Ich werde ihn jetzt einfach wieder aus seinem Ding hier rausholen. Vielleicht. So. Ab ins Wasser. Nächster Turm gehört uns. Und jetzt haben wir halt zumindest zwei schon mal ausgelöscht. Es gibt schlimmere Taktiken, wie man hier vorgehen kann. Einfach den Boden unterm Arsch wegreißen, nennt man das. Jetzt bin ich aber überlegen, ob das da drüben auch funktioniert. Also der Turm ist krass, weil er so groß war. Da jetzt auf dem anderen irgendwas Schönes drauf? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Man könnte halt überlegen, ob man ein so ein ganzes Ding jetzt zu Wasser lässt. Ach, blöderweise hänge ich jetzt schon wieder am Wasser. Dummerweise. Los, an Land! An Land, Link! Och, Alter. Genau so. So sehe ich das auch. Das könnte man überlegen. Ich würde aber voll gerne nochmal gucken, was hier jetzt drin ist. Ob hier was drin ist. Ob ich die kaputt kriege? Es sieht nicht so aus. Nein! Och, Mist! War das meine Waffe jetzt? Ist meine Waffe kaputt? Oh, jetzt habe ich keine Waffe mehr. Ach, Mann. Oh, die Taktik war so gut. Taktik war cool. Aber dann kam der Dude. Vor dem Dude muss ich mich echt so ein bisschen in Acht nehmen, ne? Ach, das war dumm. So ein großer. Aber safe klappt das bei dem auch. Die hängen ja alle. Wenn die alle da im Wasser rumhängen, kriege ich die alle auf die Art und Weise. Ich krieg's halt nur von hier aus nicht gegriffen, oder? Krieg's von hier aus gegriffen? Nee, leider nicht. Und von hier oben auch nicht. Von hier oben bin ich eher das Problem, dass ich Zielscheibe bin. Ach, Mann! Ich würde es aber halt voll gerne mit der Taktik nochmal probieren. Wir probieren das jetzt noch ein bisschen. Bis ich keinen Bock mehr habe oder bis ich zu viel Hunger bekomme. Beides wahrscheinlich. Also jetzt, aller guten Dinge sind drei. Dieser Schrein bannt und läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Nur jenem sei der Zutritt gewährt, der kein Werkzeug in den Händen hält. Oder auch trägt. Naja.
Das kann nicht alles sitzen. Weil das Ding ist, was natürlich von Vorteil ist, was von Nachteil ist, wenn wir denen die Teile unterm Arsch wegreißen, haben wir halt das Problem, dass wir die ganzen Goodies, die da oben drauf sind, nicht einsammeln können. Das ist halt auch ein bisschen schlecht. Daher sollten wir gut überlegen, was wir wie tun. Es gibt ja hier einfach mehrere Taktiken, wie man hier vorgehen kann. Also, ich würde das aber, glaube ich, einmal ein bisschen näher ran machen. Die Idee fand ich gar nicht so schlecht. Ich würde das jetzt einmal mit dem verbinden. Ich weiß jetzt gerade nicht, mit wem ich es verbunden habe. So. Perfekt. Dann haben wir so einen kleinen minimalen Schutzwall, den wir hier vorne hinstellen können. So, weil... Wenn dann solche gefährlichen Dudes kommen, bei denen müssen wir aufpassen. Also wir müssen halt aufpassen, womit die schießen, glaube ich. So, aber wir können Pfeile einsammeln schon mal. Aber auch mehr kann ich nicht tun, ne? So, dann warte ich vielleicht, bis jetzt noch einer hier rumkommt. Jetzt ist halt die Frage, bei dem ist, glaube ich, nichts drauf, ne? Bei dem Turm, da ist keiner drauf. Aber wir können einmal nach oben klettern. Den Kram einsammeln und wir nehmen das Teil als, zack, als kleine Festungserweiterung hier jetzt einfach mal mit. So. Hole ich mir nämlich jetzt noch eine Kiste rüber und baue mir erstmal so eine kleine minimale Festung hier. So einen kleinen Schutzwall. Zack. Das ist jetzt erstmal so meine Taktik. Dann würde ich den nächsten Dude, der da jetzt gleich ankommt, aus dem Wasser rausschütteln, indem ich ihm einfach den Turm unterm Arsch wegklaue. Auch wenn er dann ein paar tolle Sachen vielleicht oben drauf hat. Er ist jetzt tot. Finden wir super. Ja, ist natürlich Verschwendung. Ist alles blöd. So, pass auf. Ist alles richtig blöd. Aber ich kann doch... Oh, weißt du, was wir machen können? Wir können das Ding doch auch... Nein, fallen lassen zum Beispiel. Wir können es doch einmal auch hier... Ach, was tue ich denn? Wir können es... Ach, falsche Taste. Wir können es doch einfach auch quer hier platzieren. Guck mal. Können wir uns da nicht eine kleine Brücke bauen? Geht das nicht? Können wir das nicht so machen? Kann ich nicht irgendwo jetzt hier raufklettern? Oh, jetzt hänge ich irgendwo fest. Oh, Link. Wollte er gerade die Kiste bewegen? Geiler Move. Einfach geiler Move. Ich weiß nicht, ob das Konstrukt hier zu was taugt. Das ist die Frage. Ich kann immer von der Seite hochklettern. Eigentlich müsste ich hier ganz gut geschützt sein. So, mir fehlt halt immer noch ein Bogen. Aber wir haben ja Dude Nummer 3, der da jetzt ankommt. Der da. Wenn der in Griffweite kommt... So wie er... Da, warte. Da, warte. Ich sehe überhaupt nichts, aber ich glaube, er ist auch weg. Da waren Bomben drauf. Da waren einfach Bomben drauf. Er hat mir das Ding geplatzt. Warte. Ah, im Wasser explodieren die nicht, ne? Mist. Also hier wären Bomben gewesen, die ich auch nicht gegriffen bekomme. Aber wir haben zumindest den äußeren Kreis jetzt einmal gesäubert. Den haben wir jetzt richtig gut gesäubert. Dann wäre jetzt die Frage, wie wir als nächstes vorgehen. Prinzipiell wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir warten,
bis der jetzt hier einmal rum ist. Dann haben wir ja ein bisschen Zeit. Müssen wir Zeit gewonnen haben, hoffe ich. Wobei das schon relativ schnell geht. Spring jetzt einfach mal hier ins Wasser. Weil dann bin ich ja auch in Bewegung. Und da haben wir ja jetzt was zum Hochklettern. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir jetzt vorstelle. So. Perfekt. Also, die mögen kein Wasser. Aber sowas von überhaupt nicht. Bei dem müsste ich aufpassen. Bei dem muss ich aufpassen. Aber ich habe doch jetzt einen Bogen. Ich habe doch jetzt einen Bogen, oder? Ich habe doch jetzt einen Bogen. Ich habe jetzt einen Bogen. Ich habe jetzt einen Bogen. Ich muss bei ihm muss ich aufpassen, weil ich komme an ihn nicht ran, glaube ich. Bei ihm muss ich wirklich aufpassen. Ah, fuck! Aber kriege ich ihn gezogen? Ich kriege ihn auch nicht weg. Nee, kriege ich nicht. Pass auf. Pass auf. Ah, Mist. Pass auf. Da muss ich aufpassen. Ich will nicht verkacken. Der hier oben ist aber auch. Anderes Level. Oh, der ist stark. Der ist stark. Oh Gott, Leute, der ist stark. Aber hier haben wir ganz viele tolle Dinge. Hilfe. Ah, Gefahr. Was tue ich? Gefahr. Warte. Ah, pass auf. Wenn der mich jetzt erwischt, dann ist Arsch. Kann ich ihm das jetzt unterm Arsch wegziehen? Ich muss ihm das unterm Arsch wegziehen. Halt! Perfekt! Ach, Mist! Also, der obere ist halt nochmal ein anderes Level. Ich will es schaffen! Ich glaube, ich probiere es maximal noch dreimal. Wenn ich es dann nicht schaffe, müssen wir auch nochmal wiederkommen. Aber wir haben, glaube ich, hier ein paar schöne Möglichkeiten, wie wir vorgehen können. Verschiedene. Wir können entweder Werkzeuge entsprechend kombinieren, also Waffen halt entsprechend kombinieren, die halt ordentlich Power haben. Sachen für den Bogen einsammeln oder ihnen halt die Dinge unterm Arsch wegziehen. Der obere, den können wir nicht. Da können wir nichts wegziehen. Da müssen wir gucken, wie wir gegen den vorgehen. Dann sollten wir uns vielleicht als letzten aufheben. Also vielleicht erstmal die Wachen drumherum. Ich meine, wir waren ja jetzt schon ein Stückchen weiter. Schauen wir mal. Also, ich fange jetzt wieder mit der gleichen Taktik an, die da aussieht, mir als allererstes jetzt hier eine kleine Festung zu bauen. Und an die komme ich leider nicht ran. Das ist schade. Das ist richtig schade. Ich ziehe das jetzt einmal bis hier vorne ran. Lass ein bisschen Platz. Oh, bei dem müssen wir wirklich aufpassen. Aber es kommt, der nächste ist, glaube ich, unbemannt, der vorbeikommt. Ja, der nächste ist unbemannt. Weil wir haben ja echt viele geschafft, irgendwie wegzubekommen. So, ich warte jetzt wieder, bis das Teil vorbeikommt. Es kommt. So, ich weiß, ich sehe, dass da jedes Mal was ins Wasser fällt. Ich sehe es natürlich, klar. Ich bin ja nicht blind. Kriege ich aber auch nicht, oder? Kriege ich die? Nee, kriege ich nicht eingesammelt. Das ist ein bisschen schade. Mir fehlt ein Kescher oder sowas. Aber darum geht es ja auch nicht. Mir geht es jetzt hier um die Konstrukte. Und bei denen liegen halt so Eisteile obendrauf. Und wenn ich die dadurch easy peasy töten kann, ist das doch geil. So, der kommt hier auf jeden Fall vorbei. Ich bin in einem relativ guten Winkel hier unten. Hoffe ich. Ja, bin ich. Ziehen wir ihm das jetzt auch in einem Arsch weg. Ich weiß, also ich habe jetzt noch weiter nichts eingesammelt, aber ich habe sie erstmal eliminiert. Darum geht es mir.
Darum geht es mir, Freunde. Genau darum. Und setz den Ah, fuck. Hol das Ding jetzt hier raus. Sonst habe ich nämlich auch nichts gewonnen. Und Nummer 3. Nummer 3 nehmen wir auch noch mit. Der hat die Bomben da drauf. Ich mache wirklich den äußeren Kreis, mache ich jetzt genauso auf diese Taktik. Ich kann mal rübergehen. Aber da weiß ich nicht, ob ich ihn da kriege. So, gucken. Er müsste ja jetzt gleich ankommen. Braucht ein bisschen. Als würden die sich steuern können, ne? Welchen Sinn hatte das? Kein. Beschäftigungstherapie. Das war der Sinn. Das war der einzige Sinn, Freunde. Einfach nur Beschäftigungstherapie. So. Gleich kommt er. Die Bomben kann ich halt eh nicht einsammeln, die da oben drauf liegen. Die lösen sich halt gleich aus. Warum kann ich ihn nicht gegriffen? Greif ihn doch! Ist er tot? Mega. Das war jetzt mit viel Wumms und Krabums. Also alles explodiert, was geht. Zauberhaft. Pfeile. So, jetzt müssen wir mit dem Strom ein bisschen schwimmen. Und aufpassen, dass wir nicht abgeschossen werden. Aber wir sind ja in Bewegung. Bewegung ist ganz gut, hoffe ich. Können wir hier noch ein bisschen gucken. So, und jetzt müssen wir näher ran, näher ran, näher ran, näher ran. Sonst trifft er uns. Oh, da wären noch Pfeile gewesen. Gut. Warte. Oh, ist leider. Leider, leider, leider. Okay, ich bleibe jetzt hier unten erstmal. Ich kann von hier aus leider nicht schießen. Das wäre sehr, sehr schön, wenn Link das könnte. Ah, da kommt der nächste. Ich weiß nicht, welcher von beiden gefährlicher ist. Wir müssen gucken, wie wir das sonst machen. Wir können uns natürlich auf einen raufstellen und die anderen beiden dadurch ausschalten. Das wäre eine Taktik. Oh, das ist der mit Eis. Warte. Ach, Mist. Also wir müssen, ich weiß, welchen wir ausschalten müssen. Wir müssen den daneben ausschalten. Der daneben ist der, den wir runterholen müssen. Und jetzt haben wir den da oben. Der da oben ist natürlich blöd. Der da oben ist richtig blöd. Aua, ach, fuck. Habe ich jetzt doch getroffen? Am Arsch. Am Arsch. Einfach am Arsch. Geh doch an Land jetzt. Geh doch an Land. Fuck, Mann. Das sind so die Momente, die hasse ich. Mensch, Skinner. Blöd, dass hier nie irgendwelche Herzen mit rumschwimmen. Schwirren. So. Weil das hat uns natürlich jetzt schon richtig blöd getroffen. Ich will es so gerne schaffen. Ich will es einfach so gerne schaffen, ne? Wir könnten natürlich... Wir haben ja jetzt einen Pfeil und einen Bogen. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich schwimme da jetzt rum zu unserem Konstrukt. Warte. Ich möchte jetzt erstmal, dass sich das wieder auffüllt. Deswegen warte ich hier. Und dann schwimme ich noch die halbe Runde rum zu unserer Festung. Wir haben doch Pfeil und Bogen. Theoretisch sollten wir die eigentlich auch erwischen. Hoffe ich. Wir haben jetzt ein bisschen was eingesammelt. Wir probieren das mal aus der Distanz raus. Ich gehe mich hier nochmal erholen. Weil die sind jetzt so bewinkelt. Die sind ja da oben drauf. Die treffen mich hier nicht. Müsste das jetzt nicht hier kommen? Wie viele Ecken hat denn das Teil? Ich bin verwirrt. Da! Perfekt. Okay, dann nehme ich nochmal die Leiter. Sieht aus wie der Turm zu Babel.
So, dann gehe ich jetzt hier irgendwo an Land, sofern ich hier hochkomme. Perfekt, gut. Und gucke mal, ob wir da was ausrichten können jetzt von hier unten. Beziehungsweise wir können... Warte mal, kann ich doch safe? Bin zu weit weg, oder? Aber das wäre jetzt richtig hart ärgerlich, ne? Wenn es daran liegt, dass ich zu weit weg bin. Weil die können ja auch auf mich schießen, glaube ich. Aber ich kann das Teil auch in Brand setzen. Ich kann auch das ganze Ding in Brand setzen. Aber es hat bei ihm halt irgendwie nicht so viel gebracht, ne? Au, da ist er eingefroren und fällt in Wasser. Warte, pass auf. Wir frieren ihn ein, dass er ins Wasser fällt. Mega gut. Ah, jetzt ist er da hinten. Hat sich da hinten ihn gerettet? Das ist ja jetzt auch blöd. Ah, jetzt hat er einen fixen Punkt. War das jetzt dumm oder war das dumm? Jetzt hat er wirklich so einen fixen Punkt, was echt blöd ist. Okay, pass auf. Und der... So was ganz Ekliges. Das heißt, der wird mich echt gleich erwischen, der eine hier jetzt. Warum kann man die Teile denn nicht in Brand setzen? Das finde ich so ein bisschen blöd. Komme ich doch höher? Nein, natürlich nicht. Sollte es auch anders sein. Ich stehe hier unfassbar gefährlich, ne? Ich stehe hier richtig gefährlich. Siehst du, genau so. Oh, hab ich gesagt, ich probiere es jetzt noch dreimal. Also wir wissen, dass hier ein Schrein ist, den wir machen sollen. Und ich habe ein paar gute Ansätze gehabt. Das könnt ihr mir jetzt auch nicht abspenstig machen, Leute. Nee, ich will nicht zum Cheat. Ach so, warte mal. Wir müssen auf erneut versuchen oder einfach aus dem Schrein wieder raus. Ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte es noch ein paar Mal probieren. Aber ehe ich jetzt direkt am Anfang schon irgendwie auf Frustrationslevel bin, merken wir uns den und machen den irgendwann andermal. Müssen wir jetzt ja nicht. Wir wollten zur Geoglyphe, die will ich euch natürlich jetzt auch noch liefern. Ja, sorry dafür. Aber brauchen wir einfach noch ein paar mehr Herzen. Das ist am Ende dann auch so eine Sache, ne? Wenn du zu wenig Herzen hast, hast du gleich von vornherein keine Chance. Aber so war es in Zelda ja immer schon. Nicht schlimm. Ich weiß aber immerhin den Punkt noch, den ich mir jetzt ausgemacht habe, wo ich hin wollte. Und es tut mir in der Seele weh zu sehen, wie Angelstedt zugerichtet wurde. Weil aus Breath of the Wild war das tatsächlich einfach so das schönste Dorf mit irgendwie. Und jetzt liegt hier alles in Schutt und Asche. Das ist nicht schön zu sehen. Das ist wirklich gar nicht schön zu sehen. Ich werde euch alle niedermetzeln. Bis aufs Letzte. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Aber erst geht es zu Geoglyphe. Und die fängt nämlich da vorne an. Und den Punkt habe ich noch im Kopf. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn wir hier auf den Berg nochmal raufgehen. Ist das von... Von oben nochmal angucken. Was denn hier? Ein Pilz. Nehmen wir gerne mit. Aber der Überfall in der Nacht ist, glaube ich, ganz gut. Da sehen die vielleicht auch ein bisschen weniger. Ja, seid mir, wie gesagt, nicht böse mit dem Schreien. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Spätestens mit ein paar mehr Herzen. Aber wir haben ja immer noch so ein bisschen Noob-mäßig ganz wenig Herzen. Da fehlt mir noch ein bisschen... Ah, ich habe doch richtig gesehen. Das sah nach Hase aus. Das heißt, da ist irgendwo eine Höhle. Und da ist ein Schwarm. Dann flüchte ich vielleicht doch erstmal zu dem Hasen. Das ist ein Zeichen dafür, dass hier irgendwo eine Insignie ist. So, da ist die Höhle, aber die ist im Wasser, ne? Ja, die ist im Wasser. Na gut. Merken wir uns. Hoffentlich vielleicht. Und den Punkt, den ich von oben gesehen habe, wo ich glaube, dass die nächste Drachenträne ist, die müsste hier vorne relativ gleich bald sein. Da.
Das müsste der Punkt sein. Dieser ausgefüllte Punkt. Hier. Perfekt. Adlerauge, würde ich sagen. Hehe, gut. Ich freue mich. Erfolg. Das brauche ich jetzt nämlich. So blöd, wie die Folge gelaufen ist. Gut, Zelda. Hier sollten wir ungestört sein. Du wolltest etwas mit mir besprechen. Worum geht es denn? Vielen Dank, oh Königin. Oh je, sieht aus, als hättest du dich ein bisschen verkalkuliert. Aber sehr nett, dass du deine Maske fallen lässt. Was bitte? Ganondorfs kleine Marionette. Hä? Dachtest du wirklich, ah, du könntest uns hinters Licht führen? Oh krass, was war das? Oh, wow. Königin Sonja! Nein, nein, nein! Das darf nicht sein! Königin Sonja! Oh mein Gott, richtig gruselig. Aber musikalisch Töne, die wir mindestens seit Ocarina of Time kennen von Ganondorf. Das finde ich geil, dass sich die Spielreihe da wirklich sehr, sehr treu bleibt und so wiederkehrende Töne verwendet. Okay, krass. Also, Ladies und Gentlemen, das war krass. Drachenträne Nummer 7 war das, Leute. Wir müssen in den vergessenen Tempel, um den nächsten Spot ausfindig zu machen, weil weiter weiß ich gerade noch nicht, wo die nächste Hieroglyphe, die nächste Geoglyphe zu finden wäre. Das werden wir tun. Aber erst müssen wir mal ein bisschen gucken, was hier in Angelstadt los ist, wie wir hier am besten aufräumen werden. Und das genau werden wir in der nächsten Folge tun. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. I'm sorry.